Servus und willkommen zurück zu einer Folge Rust. Wie in der vorigen Folge gesagt, ich bin wieder an der Base. Und wir brennen uns erstmal hier durch. Damit wir zum Fahrstuhl kommen. Ja, wie gesagt, das ist mittlerweile ganz schön teuer geworden mit dem Flammenwerfer. Ihr seht, einmal kurz drauf gedrückt. Deswegen lassen wir es mal ein bisschen brennen. Na, guck mal, die Wand brennt auch mit weg. Ich weiß auch nicht, inwieweit man das nach draußen hört. Ach so, wir haben ja so einen komischen Helm wieder gekriegt. Guck mal, das heller wie so ein anderer, ey. 104. 88, ja, super. Brennstoff. Ah, mal just for fun, mein Gott. Ja, sowas kann man halt sonst nur machen am Anfang, ne? Man direkt am Anfang auf dem Server ist, weil viele das immer aus Holz bauen. Oder auch Holztüren haben, da kannst du dich schön wegfackeln. Ich guck mal immer zwischendurch, nicht, dass hier einer runterkommt. Der hat noch 50, 3, 2, 1. Ja, wahrscheinlich gehört die Höhle auch den komischen Spackos da oder was. Ihrer Massenbase da hinten. Tja, egal, es ist meine. Zack. Zack. Öde.
ich mal ab. Tja, war natürlich alles angefrackt hier. Das ziehen wir natürlich jetzt dann durch hier. Damit wir einen Fahrstuhl nutzen können. Gut, Lok braucht noch ein bisschen. Das heißt auch, wir brauchen noch eine zweite Tür. Zack. Wieso können wir es nicht abgehen lassen? Also. Das wollte ich gar nicht. Und zum Glück haben wir schon Kotlok gebaut, ne? Ja. Tja, aber gut zu wissen, dass man hier so... Ach, jetzt weiß ich ja, warum das hier so... ...kloppt ist, weil der Bauschrank hier oben ist. Zack. Naja, egal, wir wollen sie eh nicht nutzen. Lassen wir es einfach jetzt mal so. Ja. Ich könnte mal eine Zweitbase nehmen. Zum Verstecken oder was? Gut. Zack, ab nach oben. Ja, den kann man nur von unten nutzen. Den Fahrstuhl.
Mitten in der Nacht. Er hat überhaupt mehr. Sie kommen noch nie heile nach Hause hier in der Nacht. Probieren wir es. Na gut, wir haben eine Karte, ist immerhin etwas. Tiere, ne? Es wird wärmer. Es ist wieder kälter. Müsste gleich mal auftauchen, unsere Basis hier. Wir haben es geschafft. Solche wegessen. Katzenheime braucht eigentlich auch kein Mensch. Na gut, hab da wenigstens noch ein bisschen Flammenwerfer-Aging gesehen. Aging war es ja nicht, aber. Aber wir werden da mal gucken gehen, wie lange sie da. So ist die Base, ich denke mal. Die wird auch wieder gewählt. Gut. Ja, aber für immerhin 5 Metall wieder. Ja, Platz haben wir eh nicht. Zack. Ach, warum haben wir so viel Kohle? Sechs, fünf, es reicht nicht. Ein bisschen Holz mitnehmen sollen. Ja, ich habe auch mal die Savage Axe gebaut zum Holz holen. Ja gut. Ja, wir könnten noch mal zum Kraftwerk gehen.
dem Weg nochmal Fässer mitnehmen und sowas. Wahrscheinlich werden wir da auch nicht alleine sein. Das werde ich mal alles hier lassen. Ach komm, ich nehme die Rüstung mit, das ist eh. 0815. Ne, wir haben ja 6. Wahnsinnige 6. Nähzeug wieder. Ein paar Bandagen. Ja, vielleicht kommt ja noch mal genau ein Airdrop dahin, wäre ja auch mal was Schönes. Ich denke mal, Edgen werden wir so oder so kriegen. Mama können wir gleich unten lassen. Zack. So. Ist ja auch nicht so weit weg. Ich hätte da ja auch nicht unbedingt eine Loot-Basis gebraucht, aber... Nehmen das Kraftwerk mit. Gucken, was so passiert. Vielleicht gehen wir auch nochmal zur Schüssel. Jo, so machen wir es. Vielleicht sterben wir auch direkt, wer weiß das schon. Gut, aber bevor das ein Monster... Was ist denn hier? Irgendwas ist doch hier defekt, oder was zeigt er mir denn mal an? Ist aber alles in Ordnung hier. Ja, außer da hat 2 Punkte. Das ja auch nicht. Ja gut. Beendet die Folge jetzt. Und in der neuen Folge gehen wir los. Lasst mir eure Meinung da, wenn ihr Lust habt. Das war's. Bis dann. Ciao.